Ich frag lieber nicht, was das darstellen soll, das gelbe Wasser. Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus, fucking crowd screaming. Yo Leute, willkommen zu einer kleinen Jump'n'Run-Runde. Nicht von mir, sondern von was anderes. Und ich komme ein bisschen hier drauf. Ist das richtig? Nee, hä? Ah, da ist der Ausgang. Okay, hier von Platinum Falls, Escape the Evil Hospital. Und okay. Und ja, ich scheint es nicht durchzugehen, aber wäre schwierig. Wir müssen hier lang. Ja, sieht man zu Character Fat Paps on YouTube. Und ja. Soll das da ein Mikrofon darstellen oder sowas? Ich glaube nicht. Where are you going? Kein Plan. Warte mal. Kann man mich da sehen? Nee. Egal. Wir müssen über das Kabel, was ein bisschen unrealistisch ist, dass hier gerade so offen rumliegt, aber. Ja, gut. Was ich nur kurz sagen wollte, ist, habe ich schon im Text gesehen, diese Kamera. Guckt euch diese Kamera an. Langs egal. Okay, ganz einfach Obstacle. So, ein bisschen anzoomen. Also was ich vielleicht habe ich ja gelesen, dass saying to tickets, also saying goodbye to tickets. Bei diesem Content habe ich mir auch ganz gewundert, was da okay. Was damit gemeint ist. Aber damit ist gemeint, dass bald die Tickets abgeschafft werden. Und das in ein paar Tagen. Ja. Ich kann mir hier einen kleinen Screenshot zeigen. Oder ja, Video. Was da als Preise gibt momentan. Also momentan ist nur diese zwei hier, aber nach einer Zeit sollen dann der Rest, der hier jetzt eingeblendet wird, soll auch dann nachher kommen. Und ja, das wäre schon mal das Erste. Also bald sollen Ticks nicht mehr erscheinen oder nicht mehr geben, sondern man soll angeblich dann pro Tag ein Robux bekommen oder so. Aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob das so richtig jetzt. Ob das jetzt so wirklich wahr ist, dass man da keinen Robux bekommt, immer pro Tag. Wäre eigentlich sehr geil. Werden wir ja sehen. Okay. Okay. Vor allem, wofür das im Krankenhaus drin ist. Und was ihr noch vielleicht seht, ich habe hier so einen anderen Skin. Allgemein sieht er ganz anders aus. War das so ein gratis Body-Dingskirchen? Und. Ach, ich weiß nicht. Willst du mich. Ich glaube, der will mich. Diesen Body, den ich anhabe, den kann man sich gratis unter Packages einfach holen. Ja, wobei Packages sind. Darf man da rein? Hm, nee. Wobei bei Packages sind, hier nochmal auch ein kleiner Screenshot. Und dann gleich noch hinterher das Video. Und das ist der Robloxian. Nee, oh, das hieß R15, glaube ich. Was das jetzt mit R, ich glaube R steht für Robloxian, Version 15 vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, das heißt, dass wir bald irgendwann so einen Body kriegen. Wie die das dann mit dem Body hier machen wollen, bin ich mir unsicher, aber okay, bin mir unsicher. Aber was ich weiß, dass wir, wie gesagt, in kurzer Zeit tolle Produkte kriegen. Und kleiner Tipp am Nebenrande, falls ihr nach Vorbeckpost auf Roblox Profil geht, da könnt ihr noch momentan, also wo das Video jetzt gerade raus kann an diesem Tag um diese Uhrzeit, ewig verarschen, da könnt ihr noch eine, sagen wir schnell, da könnt ihr gratis Hats noch holen, außer, Gott. Hä? Okay. Okay. Verstehe ich nicht. Da könnt ihr euch gratis Hats holen, und sowas und ja, für alle Leute, die Roblox spielen unter euch, die sollen lieber schön viel Ticks sparen, weil was da an Angebote kommt, die geil aussehen, die sehen einfach nur mega geil aus und oh. Ich frag lieber nicht, was das darstellen soll, das gelbe Wasser. Aber wir müssen noch eine. Oh, wir müssen die Pampe noch rein, oh Gott. Was ist das? Was soll das darstellen?
Wenn einer mal erklären könnte, was das darstellen soll. Soll das irgendwie so Essen sein? Bin mir nicht sicher. Aber, Scheiße. Wie gesagt, also davor habt ihr einen Screenshot gesehen, aber hier packe ich mal kurz das Video dazu. Ihr seht ja vielleicht, dass dieser Roblox-Version 15, sag ich jetzt mal dazu, dass der ganz schön anders aussieht. Und da kommen wir erstmal zu den negativen Teilen, die ich nicht an diesem Roblox mag. Also ich finde den eigentlich ganz geil, also jetzt vom Aufbau her, man kann da besser Animationen rausbauen, aber ich bin nicht sicher, wie man das da, wie man da irgendwie, wie man dann Animationen daraus machen soll, man müsste ja optisch gesehen jeden einzelnen Arm irgendwie, egal. Aber kommen wir erstmal zum Negativen, was ich an dem Teil nicht gut finde. Das erste wären die Füße. Am meisten beim Blocking, weil beim Blocking ist das, ja, da war es früher immer so geblieben, dass das halt so bleibt und versteht sich ja. Also das war niemals so. Und das finde ich auch eigentlich, wäre es besser, wenn die das rausnehmen würden. Was auch noch wäre, wenn die den Nacken, also den Kopf ein bisschen nach vorne setzen können, weil der eigentlich sehr weit hinten sitzt. Und was auch noch machen könnten, ach du Scheiße, wie vor oder auf dem Hosen. Was auch noch könnten wäre, wenn man die Hüfte irgendwie so zusammenklebt oder sowas. Ein bisschen besser animiert, weil das sieht sehr komisch aus. Und die Jump-Animation. Die sieht auch sehr interessant aus, was es auch immer darstellen soll. Und ich glaube, das war's eigentlich so großartig. Wo ist denn Aufzug? Kann man da durch? Muss ich da durch? Kann ich hier durch? Ich muss durch den Aufzug, oder? Ja, ich muss durch den Aufzug. Okay. Yo, als ob hier so vier Aufzüge drin wären. Okay. Was? Okay. So. Och nö, dann ist kein Labyrinth. Ich weiß, dass die Jumpscares kommen. Das glaube ich nicht. Ne, ist ein Labyrinth. Super. Habe ich eben noch was vergessen? Ach ja, jetzt fällt es mir gerade wieder ein zum letzten Stoß, bevor ich es wieder vergessen hätte. Es wird bald ein Marathon geben auf meinem Kanal. Oh, komm. Oh, ey, lol. Okay, ich folge mal. Wir sind auch hier weggelaufen. Was ist hier? Nochmal gesagt, ein Marathon, weil die Egghunter, also Roblox Egghunters oder Egghunting, das Eiersuchen oder Ostereiersuchen beginnt wieder und das Lustige ist, man kann die Köpfe sammeln. Also diese Eier sind Köpfe. Und es gibt da wieder so geile welche, und ich bin im Kreis gelaufen. Und ja, ich freue mich schon drauf, am 22. März ist das. Und ich werde dann pro Tag immer ein Video hochladen, auch gucken, wie viele Eier wir fangen. Weil das schwierigste Ei, glaube ich, wird das Admin Egg sein, weil das Admin Egg, das tut schon richtig weh, hier durchzulaufen. Das Ant-Man Egg wird nicht gerade einfach sein, das zu finden, weil dafür braucht man einen Admin. Und ein Admin bei so vielen Servern ist es ein bisschen selten. Aber ich werde es aufnehmen und mal gucken, wie sich das sich ergeben wird. Aber wie es halt sich ergeben wird. Okay, ist auch eine Sackgasse. Wer baut denn solche Lüftungsschächte? Kann man nicht auch irgendwie hüpfen, oder? Aber wie gesagt, schreibt es euch irgendwo hin, falls ihr die Eier sehen wollt. Einfach irgendwo hinschreiben. Und verpasst nicht jedes Video, also jeden Tag ein Video von den Egg Hunter. Ich freue mich schon mega drauf und ich spare so lange Zeit für Tickets und hab ich auch so gefunden? Oh, hingefunden. Geil. Was ist das? Oh ja, sieht sehr interessant aus. Und ja, ich weiß nicht, was das hier mit den Dings ist, mit den Checkpoints gespeichert werden. Aber, ich hüpfe noch ein bisschen rum, ein bisschen Hobby und, dann würde ich
schneide ich das Video gleich. So. Aber das mal kurz kleine Nebeninfo. Okay. Okay, so easy. Oh Gott. Die Auto, schnell, 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 schnell. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Energy Skills. Okay, ich bin durchgekommen. So, nächster. Quietsch. Dann hier Hopsa. Hops. Immerhin schön bei jedes einzelne Bett. Ich will nicht wissen, was das auch wieder für eine grüne Pumpe. Wenn das die grüne Pumpe auch wieder von da. Verarschen. Das wollte ich mich jetzt ändern. Ich bin auf diese. Oh, muss ich auch jetzt auf. Drauf, hm? Nee, ich verstehe das nicht. So. Wenn die Tür jetzt nicht aufgeht. Oh mein Gott. Ja, das ist auch im Krankenhaus drin. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Okay. Das ist auch 100% im Krankenhaus auch drin. So, zack, easy. Komm, hier. Komm, schaff ich, das schaffe ich, komm. Komm, nächster, komm. Das ist Action pur. Komm, Bams. Komm, nee, oh Gott, ich will gerade wieder springen. Komm, nächster, komm. Bam. Boah, Alter, ich hab's geschafft. Oh, ist ein bisschen Aufzug rein. Schon oben? Oh, geht doch schon schnell. Oh, die Technik ist heutzutage. Naja. Okay, Toxic Zombies. Ja. Was das hier darstellen soll, ist jetzt irgendwie so ein Laser oder so ungefähr. Wo muss ich denn lang? Dahin, okay. Das ist eine Tür. Und ich bin tot. Ich bin ein richtiger Skiller darin. Oh ja. Nochmal hier. Easy. Lemon. Okay. Zack. Easy. Komm. Ja. Oh. Und jetzt die nächsten. So, da müssen wir jetzt über diese Fässer springen. Also ich will nicht bei dem Doktor irgendwie hier arbeiten, also der wird mir schon echt Angst machen. Wenn ich so denke. Ah. Da ist ein Zombie. Warum nicht? So. Ja, also das Krankenhaus sieht sehr realistisch aus. Also da unten die Straße, die passt, glaube ich, originell dazu, zu der Straße. Also ich finde das Bombe. Mir gefällt das. Schnell hoch. So. Und jetzt ein Checkpoint. Schisch, wie lange ist diese Treppe? Ah. Okay. Laser. Ich weiß nicht, wo die Laser kommen, aber so kommen halt irgendwie. Okay, jetzt müssen wir. Okay. Das wird heute das Ende sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, gebt einen Daumen nach oben. Ja, wenn ihr hier noch mehr sehen wollt davon, von diesem Roblox-Video, also von diesem Spiel jetzt hier, also Escape the Evil Hospital, Obby, read the description, dann gebt einfach einen Daumen hoch, wenn nicht, gebt einen Daumen nach hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei den Egghunters und ja, wir sehen uns dann, haut rein Leute und ciao.